Als Abschluss dieses Abschnitts möchte ich Ihnen den periodischen Ablauf der Buchführung an einem Zeitstrahl darstellen. Diese Senkrechten sollen das jeweilige Periodenende darstellen. In der Buchführung könnten das die Monatsenden oder das Geschäftsjahresende sein. Jeweils an diesen Punkten findet der Abschluss der vergangenen Periode und die Eröffnung der neuen Periode statt. Allerdings unterscheiden sich die Arbeiten in der Ausbildung von denen in der digitalen Praxis. In der Ausbildung werden die kaufmännischen Aktivitäten eines Geschäftsjahres händisch in einem Grund- und einem Hauptbuch erfasst. Das Journal beginnt mit den Eröffnungsbuchungen, erfasst anschließend die Geschäftsvorfälle in zeitlicher Reihenfolge. Am Ende des Geschäftsjahres werden die Konten des Leistungsbereichs über die vorbereitenden Abschlussbuchungen auf das Gewinn- und Verlustkonto und die Konten des Vermögens- und Finanzierungsbereiches über die Abschlussbuchungen auf das Schlussbilanzkonto abgeschlossen. Hierzu greife ich noch einmal auf das Schlussbilanzkonto unserer Filiale nach dem ersten Tage zurück. Zur Erstellung des Eröffnungsbilanzkontos wird in der Ausbildung das Schlussbilanzkonto gespiegelt. Die Sollseite des Schlussbilanzkontos wird Habenseite des Eröffnungsbilanzkontos. Die Habenseite des Schlussbilanzkontos wird Sollseite des Eröffnungsbilanzkontos. Anschließend können die Eröffnungsbuchungen für das neue Geschäftsjahr formuliert werden. Erstens EBK an Kapitaleinlage und Umsatzsteuer und zweitens Bank und Vorsteuer an EBK. In der digitalen betrieblichen Praxis werden selbstverständlich alle Geschäftsvorfälle zeitlich geordnet per Buchungssatz erfasst. Jeweils am Ende der Periode werden folgende Arbeiten notwendig: Sichern der Saldenliste über alle Konten, Sichern des Journals, Sichern aller Konten, automatisiertes Löschen der Daten auf den Aufwands- und Ertragskonten, automatisiertes Übertragen der Salden der Konto des Vermögens- und Finanzierungsbereichs als Anfangsbestand des neuen Jahres und die Übergabe aller Daten an die hauseigene Bilanzbuchhaltung oder das Steuerberatungsunternehmen zur Erstellung des eigentlichen Jahresabschlusses. Eröffnungsbuchungen, vorbereitende Abschlussbuchungen und Abschlussbuchungen kennt die digitale buchhalterische Praxis nicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.